Ein herzliches Willkommen zu meinem Erklärvideo zu Bioshock. Zum Ende von Bioshock oder auch wie ich mir persönlich diese Geschichte zusammenreime. Das muss nicht korrekt sein. Überhaupt nicht. Das ist meine eigene persönliche Interpretation. Natürlich angewässert mit dem Wissen von vielen anderen, die das in Foren und überall besprochen haben. Also es ist nicht völlig von mir zusammengereimt, aber gewisse Interpretationen sind dann doch eigen und müssen dementsprechend aber auch nicht korrekt sein. Die Chronologie, wie ich euch das zeige, ist auch nicht unbedingt für jeden logisch und nachvollziehbar. Ich habe sie für mich so zurechtgelegt, das heißt aber nicht, dass sie dann unbedingt für euch so Sinn ergeben muss. Ich möchte natürlich diese Erklärung vor allem in Videoform präsentieren. Also das heißt mit den passenden Ausschnitten. Und deshalb beginnen wir die Reise eigentlich mit etwas, was man erst sehr viel später sieht. Und das sich auch nicht für jeden gleich so schlüssig erklären muss. Aber für mich ist es der beste Einstieg. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten würdet. In diesem Sinne, ab durch die Tür. Ich möchte unsere Wissensreise oder unsere Erklärreise hier beginnen. Diese Tafel versinnbildlicht für mich ein bisschen, wie das Spiel aufgebaut ist. Die Tafel zeigt, nehmen wir jetzt mal an, das wäre hier die Taufe, zeigt, wie verschiedene Dinge zu anderen Dingen führen können. Verzweigungen, die sich dann offenbaren, die eigentlich ein neues Universum schaffen. Das ist wie, wenn man so möchte, wie ein Pfad, der das Spiel bestimmt. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, hier wäre die Tauffrage. Ich lasse jetzt unseren DeWitt taufen. Dadurch entsteht Comstock. Comstock trifft, sagen wir jetzt mal, die Lutesses, beziehungsweise eine davon. Darum kann die Stadt gebaut werden. Durch die Ermordung von Lutess kann sie mich rufen und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt hier gar nicht ins Detail gehen, denn ich habe es hier noch nicht so genau angeschaut, ob es das irgendwie einen Sinn ergibt mit den Ereignissen, die wir haben, sondern ich möchte jetzt eigentlich hier eher zeigen, dass gewisse Entscheidungen zu einer Abspaltung führen, die dann weitere Abspaltungen vor sich haben und dann halt in einem Universum der Weg A beschritten wird und im anderen Universum Schritt B. Und sich dann so die verschiedenen Parallelwelten unterschiedlich entwickeln, was ja uns immer wieder im Spiel begegnet, indem in einem zum Beispiel der Chinese lebt oder im anderen ist er tot oder wir auch erleben, dass zum Beispiel der Fink in einem Nachfolger sucht, im anderen hat er ihn noch und so weiter. Das ist so die Grobform der Geschichte, wenn man es ganz, ganz einfach herunterbrechen möchte. Dass es natürlich nicht so ganz einfach ist, zeige ich euch natürlich jetzt den anderen Ausschnitten. Um das zu versinnbildlichen mit der Tafel, was da genau gemeint ist, folgen wir einfach Elisabeth. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variablen. Ja. Diese Konstanten und Variablen, darauf werde ich noch zu sprechen kommen.
Doch machen wir weiter in der Geschichte. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen, wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Denn, genau, wir haben dies eigentlich schon getan. Hier findet die Geburt von Comstock statt. Damit beginnt, wenn man so möchte, eigentlich die Abspaltung der verschiedenen Universen. Denn in der einen Welt nehme ich die Taufe an und werde zu Comstock. Und damit stirbt, Anführungsschlusszeichen, hier DeWitt, und in einer anderen Welt lehnt DeWitt ab und es entsteht kein Comstock. Dadurch, dass sich DeWitt in einer der Welten bei Wounded Knee nicht taufen lassen hat, hat er einen anderen Weg beschritten, hat eine Frau gefunden und mit ihr ein Kind gezeugt. Die Frau verstarb leider bei der Geburt. Doch Anna kam zur Welt. Aber aufgrund des Abschiedsschmerzes hat sich DeWitt leider in Alkohol und Spielschulden gestürzt. Und dementsprechend sich Schulden angehäuft bei Lutez, der das ausgenutzt hat. Ob er die Spielschulden bei Lutez hatte oder bei jemand anders, das sieht man nicht und hört man nicht. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Die ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Und das ist eigentlich der Beginn der Reise, wenn man es so erklären möchte. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Bitte nie. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Geben Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld.
Bringen Sie uns, die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Scheu. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tilgen Sie. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Der Geist der Testperson wird verzweifelt versuchen, Erinnerungen zu erschaffen, wo keine vorhanden sind. Grenzen der transdimensionalen Reise. Und damit beginnt das Spiel. Dieser Satz sagt eigentlich schon sehr viel über das Spiel aus. Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Und auch diese Diskussion zwischen diesen beiden erzählt einiges. Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Man hört schon aus dem Gespräch heraus, sie ist unzufrieden damit, dass wir hierher gebracht werden. Nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Sie spricht da die 122 Versuche an, die wir bisher erfolglos hinter uns gebracht haben. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres. Wir hören jetzt auch gleich eine Konstante daraus. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein. Er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Wir sind 122 Mal hierher gebracht worden und bei diesen 122 Versuchen habe ich nie gerudert. Hier wären wir. Oder ich, der Witt hat nie gerudert. Und damit ist die Sache auch erklärt. Falls ihr euch wundert, wer denn den Mann hier oben umgebracht hat und wer das überhaupt ist. Scheiße. Das ist der Leuchtturmwächter. Don't disappoint us. Wir sehen ja auch den Blutabdruck, der nach unten führt. Und erklärt wird es eigentlich hier. Seien Sie bereit, er ist unterwegs, Sie müssen ihn aufhalten. C dürfte wohl ganz klar Comstock sein. Und die Nachricht hier unten hängt. David, bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Das ist Ihre letzte Chance. Das betrifft die 122 Versuche, die wir schon gehabt haben. Plus, und jetzt kommt's, plus die Nachricht, dass Lutes eigentlich schon vorgesorgt haben. Die Lutes ist, denn wir sehen ja Blutflecken daran. Und wir wissen ja, oben ermordet, Blut unten. Comstock will uns aufhalten mit dem Leuchtturmwächter. Das schließt logischerweise dann ein, dass die beiden Lutesses eine der Hindernisse, die wir haben, schon mal aufgeräumt haben. Auch hier wieder ein Blutfleck, blutverschmierte Spuren. Und ja, damit wurde das erste Hindernis, das uns bei diesen 122 Versuchen aufgehalten hat, schon mal eliminiert. Dass der Teil mit dem Tod des Leuchtturmwärters nicht einfach meiner Fantasie entspricht, also der Zusammenhang mit den Lutesses, sieht man hier, an diesem Bild. Only one obstacle. Das finden wir nämlich im Pyro der Lutesses und sagt eigentlich nichts anderes als nur ein Hindernis oder nur eine Hemmschwelle oder ähnliches, so von der Übersetzung her sinngemäß. Beschreibt eben, dass David hier das erste Mal auf ein Hindernis trifft und sie ihm eigentlich dieses Hindernis wegräumen. Die magische 122, ob jetzt das 122 Versuche waren oder ob dies jetzt erst der 122. Versuch ist, das kann ich nicht genau klären. Aber ich denke mal, es hat irgendeinen Zusammenhang tatsächlich hier mit der Türglocke.
Denn Moment, wir sehen sie ja. Karte. 1, 2, 2. Wieder 122. Also drücken wir mal. In dem Sinne, die 122. Ja, das war schon mal falsch. Hat die Maus nicht so schnell reagiert wie ich. Na, Schwert. Und mit den 122 kommen wir weiter. Und da ja die... Was in aller Welt? ...ganze Monster hier von den Lütes abstammt, nehme ich an, das ist ein weiterer Hinweis von ihr. In diesem Sinne, 122. Mit dieser Taufe hier betreten wir Kolumbien und für mich ist diese Taufe hier, nach meiner Interpretation, das muss ja nicht richtig sein, ist diese Taufe hier tödlich. Wie das kommt, dass ich zu der Meinung gelangt bin, das erkläre ich euch gleich, aber ein kleines Detail noch, es ist genau der gleiche Pfarrer wie bei Wounded Knee, aber das hat nichts mit meiner Theorie zu tun. Wir folgen mal der Taufe. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Es sind 122 Versuche. Und wo wachen wir auf? Wer ist da? Wir wachen genau da auf. Was wollen Sie? Finden Sie schon eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Wir sind genau da, wo wir immerhin gelangen, wenn wir sterben. Nämlich in unserem Büro. Und damit beginnt die Reise eigentlich wieder von vorne. Einfach dieses Mal mit einer Vision. Erstaunlich ist in dieser Vision auch die Werbeplakate fehlen. Und er sagt es jetzt selber. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Dieser dämliche Priester soll sich den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Also, es muss nicht stimmen. Aber aus meiner Sicht sind wir jetzt, weil wir gestorben sind, im 123. Versuch. Das werden wir ja gleich wieder sehen. Nachdem wir nun die Sache mit dem Münzwurf geklärt haben, ist doch noch ein Teil offen von der Taufe, nämlich unsere Vision mit New York. Und um das zu klären, müssen wir einen extremen Zeitsprung machen. Wir befinden uns im Irrenhaus, in dem Elisabeth gefangen gehalten wurde, nachdem wir mit ihr versucht haben, Comstocks Haus zu erreichen. Und sie sich eigentlich opferte für uns. Sie sich Songbird in den Weg schmiss und Songbird sie mitnahm. Danach kam ja ein kleiner Zeitsprung, wenn man so möchte, der aber nicht im Spiel erklärt wurde, sondern wir jetzt einfach als Hintergrund wissen. Zusätzlich dazu konnten wir im Lift ein Lockpick finden. Ein Voxophon natürlich finden, der die Sache auch ein bisschen näher erklärt. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole,
Wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Erstaunlich ist dabei, wenn wir nämlich mal sonst bei den Lockpicks schauen. Die Lockpicks haben eigentlich alle ein Datum. Wir sehen es hier zum Beispiel, 1. November 1909. Und die von der Ehrenanstalt haben keins. Ein Ende. Und dieses Ende erleben wir nun. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Sie hat's angesprochen. Sie braucht ihre ganze Kraft, um uns herzuholen. Und davor war die Kraft unterdrückt. Schließen wir jetzt die Vision ab. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Und nicht nur, wie man nicht, also wie nicht Elisabeth, wie sie wird, die ältere Elisabeth, sondern auch, wie man New York verhindert. Angesprochen wurde die Kraft und Ziffern. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Ob wir uns jetzt tatsächlich im 122. oder im 123. Versuch befinden, darüber darf man sich streiten. Also, ob ich bei der Taufe sterbe oder nicht, den Teil meine ich vor allem. Aber dass wir ganz eindeutig im 123. Versuch sind, sehen wir an diesen beiden, an unserem bekannten Lutesses. Wir kennen doch dieses Geschwisterpaar. Kopf. Oder Zahl. Kommt, lasst mich durch. Kopf. Oder Zahl. Denn... Zahl. Wir können ja mal zählen. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Wir haben hier hinten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 und 120, 123. Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich Ihnen. Bauchrednerin ist ja auch noch. 123. Er zeigt irgendwie keine rechte Initiative. 123 unter... Wenn Sie so weitermachen, bin ich gezwungen, mich zu wiederholen. Ist eine der Konstanten. Ich rudere nicht. Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich. Ich werfe immer Kopf. Nichts anderes. Er zeigt irgendwie keine rechte Initiative. Doch, wir zeigen Initiative und machen jetzt weiter mit der Lösung. Den stärksten Hinweis, woher denn
Elisabeth ihre Kraft bezieht, erhalten wir eigentlich auch schon relativ früh im Spiel. Wir lauschen mal den Worten von der Tess. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Ein kleiner Teil von ihr blieb da, wo sie herkam. Da ist natürlich der Finger gemeint. Und aufgrund dieser Fingertrennung hat sie ihre Kraft. In dieser Szene erfahren wir, woher Elisabeth überhaupt ihre Kraft hat, zwischen den verschiedenen Dimensionen selber hin und her springen zu können. Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Es hängt alles an diesem kleinen Finger, indem sie ja nachher den Fingerhut trägt. Denn dieser Finger bleibt nun in dieser Welt gefangen. Anna. Anna? Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Wie wir gerade gelernt haben, ist ja der Siphon schuld daran, dass Elisabeth nicht vollkommen auf ihre Möglichkeiten zugreifen kann. Luca, komm her! Was ist? Hör zu, mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Denn wie stark sie in ihren Möglichkeiten eingegrenzt worden ist, sehen wir an diesem kleinen Einspieler, den wir gleich erleben werden. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Und da kommt die Kraft zurück. Die Flöte. Elisabeth! Der Vogel, Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Und da hat sie wieder ihre volle Kraft. Wo ist er? Wo ist er? Elisabeth, es tut mir leid. Was ist das hier? Elisabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Ich wollte so viel eigentlich gar nicht zeigen, aber ich wollte sie jetzt auch nicht unterbrechen. Wir sind in einer Parallelwelt von Rapture. Das ist nicht das ganz das Original Rapture. Trotzdem ist es eigentlich faszinierend. Wir haben gerade Abschied genommen von ihrem Beschützer. Und hier hinten sehen wir im Hintergrund
eine Little Sister mit einem Big Brother, der aber auch schon tot ist. Und sie trauert um ihn. Also die Anspielung kann man durchaus so auch verstehen. Denn sie ist sogar ähnlich angezogen wie die Little Sister. In diesem Sinne sollte es aber nicht unbedingt miteinander verbunden sein. Es widerspiegelt eher so gewisse Schicksalsstränge, die sich halt wiederholen. Wir kennen das ja mit dem nächsten Satz. Es ist immer eine Stadt und so weiter, den ich aber euch gleich zeigen werde. Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Eine weitere Erklärung, was es denn genau auf sich hat, erfahren wir hier. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million, Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Und das ist, wenn man so möchte, eigentlich das Hauptziel der Lutesis. Achtet euch mal in der kommenden Szene auf den Hals der verschiedenen Elisabeths. Wir sehen, das ist das Original mit der Halskette. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit für Was die soll Wiedergeburt? Das? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles du bist... Auf wahr zurückzulassen, du bist nicht... Tisch zu machen, wer bist du? Er merkt es. Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Und mit meinem Tod wird die Wiederholung durchbrochen. Kommen wir zu ein paar allgemeinen Punkten, die vielleicht noch unklar sind. Das betrifft natürlich verschiedene Themen, die ich einzeln ansprechen werde. Ich beginne mit unserem lieben Songbird, der uns ja einige Male begleitet. Wer ist denn der Herr überhaupt? Ist er menschlich? Ist es ein UFO? Ist es ein Flugzeug? Man weiß es nicht. Doch, eigentlich ist es schon mal falsch, denn wir wissen es ja. Dieses nette Foxophone hier beantwortet die Frage. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut.
Wir können eigentlich davon ausgehen, dass unser Mr. Fink Rapture besucht hat. Und den Rapture mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann die... Ach, wie heißen sie jetzt wieder, die Riesendinger? Ich will immer einen falschen Namen benutzen. Na, ihr wisst ja welche. Wir sehen sie ja in einem anderen Video, haben wir es ja schon gesehen. Dass er dort die Maschinerie gesehen hat, die die Little Sisters bewachen. Und so inspiriert wurde, hier unseres Riesenbeschützer auf die Beine zu stellen. Ob jetzt da wirklich ein Mensch drin ist oder nicht, vielleicht erfahren wir sie über ein DLC. Aber es ist ja anzunehmen, so wie die Geschichte erzählt wird, dass tatsächlich hier ein Mensch drin ist. Doch machen wir weiter in der Geschichte. Der Grund, warum unser lieber Herr Prophet überhaupt Anna oder Elisabeth entführt, ist hier zu finden. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Sexuelles Interesse an ihrem lieben Profil. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und... Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Vorstellungen. Jetzt wurden wir unterbrochen. Machen wir es nochmal? Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Elisabeth gehört nicht hierher. Und noch Details zur Sterilität finden wir auch hier. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Elisabeth sitzt schon mal ganz gemütlich sich hin, denn die Erklärung könnte länger dauern. Ach, anständig von dir, dass du wieder aufstehst. Und zwar geht es um den Punkt, wer hat denn nun Lady Comstock umgebracht? Die Antwort dazu ist eigentlich sehr simpel. Wir müssen... Hier drüben. Genau, diesem Voxophon lauschen. Und mehr dazu erfahren wir... Auch hier gleichzeitig. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstockhaus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Daisy Fitzroy, die ja die Hausdame war, wenn man das so runterbrechen möchte, eigentlich nur ein Zimmermädchen, hat sich eigentlich am Abend nach dem Streit, beziehungsweise ich glaube, morgen war es, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht so den Foxophon gelauscht, denn ich kannte es ja schon,
sich nach oben geschlichen und wollte sehen, ob die Lady Comstock noch wohlauf ist. Und dabei ist sie dann über die Leiche gestolpert, die offensichtlich im Streit mit Comstock zustande kam. Also Lady Comstock wurde von Comstock selber erschlagen. Jetzt gibt es die Diskussion, ob Lady Comstock denn in einer Parallelwelt die Frau von der Witwe. Ich bin nicht so davon überzeugt, denn es kann ja irgendwie nicht sein. Es würde sich irgendwie auch nicht anbieten. Also die Geschichte würde dann noch viel verwirrender werden. Und ich glaube, wir hätten dann ein Paradoxum, was die Geburt von Elisabeth betrifft und der Tod der Mutter. Das würde da irgendwie auch nicht aufgehen. Wobei eben bei unendlich Welten und so weiter ist ja eigentlich wieder theoretisch alles möglich. Aber wir wollen ja nicht die Theorien durcheinander mischen. In diesem Sinne machen wir weiter. Wer die Videokommentare damals bei meinem Let's Play ausgeschaltet hat, der hat möglicherweise den Hinweis verpasst. Achtet euch mal nachher auf den Kinotitel rechts hinten. Und los. Ist ja klar, dass es jetzt leckt. Oh! Was ist... Oh doch, eigentlich sehr. Weil wir haben es hinten rechts gesehen. La Revanche du Jedi. Das ist nicht die Rückkehr der Jedi-Ritter, sondern die Rache der Jedi. Und damit ist eigentlich ein Titel angesprochen. Ein Arbeitstitel einer der Star Wars-Filme. Also in einer Parallelwelt ist dieser Arbeitstitel dann später tatsächlich auch der Kinotitel geworden. Und Elisabeth hat ein Portal zu einer alternativen Paris geöffnet, in dem eben dieser Kinofilm genau läuft. Ein Rätsel, das ich gar nicht lösen kann, das sich mir selber immer noch mit einem Haufen Fragezeichen präsentiert, ist die Geschichte mit Paris. Elisabeth ist ja ein Riesenfan von Paris, aber wie das geschieht, erklärt sich nicht. Und das Erstaunliche ist ja nicht nur, sie ist ein Riesenfan davon, sondern wir befinden uns hier in der Schlafkammer vom Prophet, von Comstock. Und wenn wir uns mal achten, hat er Bücher, die den Titel haben Paris and its environs. Und damit ist es noch immer nicht getan. Denn, wenn wir noch in sein Arbeitszimmer gehen, dann werden wir feststellen, dass es hier auf dem Schreibtisch ein Foto vom Eiffelturm hat. Also, der Prophet war ebenso an Paris interessiert. Wenn ihr jetzt denkt, das sei schon alles, nee, nee, das geht noch weiter. Der römische Name für die Ursiedlung, auf die später Paris aufgebaut wurde, der römische Name dieser Siedlung lautet Lutetia. Jetzt könnte man annehmen, Lutes ist eine Abwandlung davon und das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Also hätten wir drei Hinweise auf Paris, ohne dass dies irgendwie schlüssig erklärt wird. Was sich dahinter verbirgt, vielleicht erfahren wir es über ein DLC oder über Ähnliches. Aber im Spiel selber konnte ich keine Erklärung dafür finden, was die Faszination hinter Paris ist. Immer mal wieder stolpern wir über Musikanspielungen. Nicht immer erkennen wir sie, doch manchmal sind sie sehr, sehr offensichtlich. Und falls ihr euch fragt, woher denn die vielen
vielen Musikstücke kommen, die doch eigentlich gar nicht so richtig in das Spiel passen wollen. Die Lösung wird euch hier gegeben. Die roten Spalten, die sind schon vom Spiel her vorgegeben. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass sie jeder hören kann. Und das wird vom Bruder von Fink auch ausgenutzt. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Und das wird er auch, das wird er auch. Er macht ein Vermögen mit dem Geld, das er eigentlich geklaut hat. Die alten Raubkopierer, unglaublich, schon so jung und schon am Klauen. In dem Sinne, Magical Melodies, alles geklaut, nichts selber hergestellt. Das Rätsel hinter den Lutesses ist ja eigentlich eher über mehrere Teile verteilt. Wie es beginnt, beziehungsweise wie die Lösung beginnt, nicht wie es beginnt selber, ist in diesem Voxophon. Wir lauschen mal. Das Lutess-Feld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Und so haben die beiden eigentlich miteinander versucht zu kommunizieren. Über das alte, bekannte Morse-Zeichen. Über Plus und Minus, beziehungsweise Lang und Kurz. Und so hat sich es auch ergeben, dass die beiden den Plan aushacken konnten. Doch damit ist es noch nicht getan. Wir werden auch über weitere Voxophone erfahren, wie die zwei denn genau miteinander kommuniziert haben. Nachdem wir ja gerade erfahren haben, wie die Lutesses über Morsezeichen miteinander kommuniziert haben, wollen wir doch sehen, wie die Geschichte sich denn weiterentwickelt hat zwischen den beiden Geschwistern oder einigen Zwillingen oder wie wir es auch immer nennen wollen. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutess-Feld zum Lutess-Riss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Und wir wissen ja, wie das eigentlich endet. Nämlich in dem Moment, wo sie Anna abholen, betritt Lutesses männliches Ebenbild die Welt von Lutesses weiblichem Ebenbild. Und die beiden sind endlich vereint. Doch, das ist noch lange nicht alle Ende der Tage. Oder alle Tage Ende. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es nennt, aber ihr wisst, was ich meine. Dass es sich bei den Lutesses nicht nur um Brüder und Geschwister im Geiste handelt, sondern es sich eigentlich mehr oder weniger tatsächlich um die gleiche Person dreht, ist eigentlich auch relativ einfach zu erfahren. Nämlich in diesem Voxophon hier. In eine neue Realität überführt, Bruderherz. Aber dein Körper wehrt sich mit Verwirrtheit und Blutungen gegen die kognitive Dissonanz. Doch wir sind zusammen und ich werde dich heilen. Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? Die beiden Lutesses sind tatsächlich ein und dieselbe Person. Einfach halt in verschiedenen Dimensionen gefangen. Und das erklärt auch die Kommunikation zwischen den beiden. Obwohl der Tod eigentlich ein ständiger Begleiter ist in Bioshock, ist nicht immer alles wirklich auch tot, was tot sein sollte. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt.
Aber mein Bruder und ich sind zusammen und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Wir erfahren gleich zwei Details. Also das Detail 1 ist, dass die Lutesses nicht gestorben sind, trotz Sabotage. Und die zweite, dass sie auf der Suche sind nach jemandem, der das Mädchen zurückbringt. Und das betrifft natürlich David. Die Szene, die wir gleich erleben, die dient eigentlich nur der allgemeinen Belustung. Und ja, hat eigentlich keinen tieferen Sinn und Zweck. Denn wir wissen ja, wenn wir dieses Teleskop hier benutzen, sehen wir plötzlich die beiden Lutesses. Er am Jonglieren, sie ihm am Zuschauen. Das Erstaunliche ist ja, wenn wir es verlassen, sind sie weg. Also das ist nur ein kleines Geschenk an den Spieler, wenn man so möchte. Hat aber keinen tieferen Sinn und Zweck. Ein kleines Easter Egg verbirgt sich hier in der Bar. Bei unseren beiden bekannten Lutesses. Wir haben Gesellschaft. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Natürlich nehmen wir den Aperitif wie immer. Ach, ich liebe unsichtbare Levelgrenzen. Sie werden das zu schätzen. Der Unterschied zwischen Was war denn das? Tod. Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Und jetzt kommen wir zum Easter Egg. Daneben. Ich kann daneben. Wieder daneben. 4 von 5. Wieder daneben. Und daneben. Wir können das den ganzen Tag machen. Aber können Sie sich das leisten? Sind's nicht herrlich? Natürlich können wir sie nicht verletzen. Sie sind ja eigentlich gar nicht in dieser Dimension richtig unterwegs. In diesem Sinne, 4 von 5. Schade, um die Munition. Entscheidend an dieser Szene ist, wir sehen es links. 1893, 8. Oktober. Es ist der 8. Oktober und Lutesse ist hier, um das Kind abzuholen. Wie wir ja wissen. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Hat das Spiel denn nun ein Happy End oder nicht? Wir befinden uns wieder in unserem eigenen Büro. Nach den Credits, nachdem man ja das Spiel durch hat. Und wenn wir uns wieder achten, ist es genau dasselbe Datum. Genau dasselbe Datum wie an dem Tag, an dem Lutesse, der männliche Part, Robert heißt er, glaube ich, Anne abholt. Genau gleich liegen Wettschulden oder Wetteinsätze wieder auf dem Tisch. Der Alkohol ist da. Es ist alles genau gleich. Es ist nichts verändert. Anna? Und jetzt ist halt die große Frage, da kann sich jeder selber zusammenzimmern. Ist jetzt hinter dieser Tür Anna drin oder nicht? Die Interpretation kann jeder für sich treffen. Wettschulden hat er ja offensichtlich. Anna, bist du das? Und damit ist BioShock Infinite beendet.
danke vielmals fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch mit euren Gedanken an dem ganzen Projekt mit beteiligt. Es muss, wie gesagt, es muss nicht alles korrekt sein. Es ist meine Interpretation. Das heißt noch lange, lange nicht, dass es irgendwie überhaupt vollständig sein muss, korrekt ist. Es ist alles Interpretationsraum. Sehr viel. Der Zusammenschnitt erfolgt wild, im Sinne, wie ich die Geschichte hoffentlich entwirren kann. Sie lässt sich sicher auch anders interpretieren und anders präsentieren. Doch ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und habt das eine oder andere mitnehmen können. Ich würde mich freuen, von euch lesen zu dürfen. Auf bald wieder!